Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir Altessa noch ein bisschen gefragt, was er so über die Designs und Kruxes und all sowas weiß. Und da kommt ein Skit wieder, während ich reden will. Ein alter Freund von Neusch. いい子だね。お前は賢い子だものね。正直言うとね、むしろ僕は疲れたんだ。もう生きているのが嫌なんだ。そんなこと言うもんじゃないって。 僕は間違っているのかもしれない。そう思い始めてしまった僕は生きている意味がない気がするんだ。うん。ジーニアスもリフィルさんもロイドもいい人だよ。好きだよ。仲間にしてもらって嬉しいんだ。 Okay, das ist gerade passiert. So, steigen wir mal auf unsere eleganten Rayards. Und ja, was ich sagen wollte, in der letzten Folge haben wir Altessa nach einigen Sachen über Kruxes und so gefragt. Und Rain ist irgendwie abgehauen und das Ding sieht so verdächtig aus. Ist hier irgendwas? Rain ist irgendwie abgehauen, weil sie irgendwie was über diese Pole hier herausfinden wollte, die irgendwie Tetala und Silveran verbinden. Ja, und Genis hat irgendwie in Frage gestellt, dass Mythos, also hat sich gefragt, was. Tabata, die Puppe. Wenn ich nicht schnell genug wegdrücke, dann verschwinden die und das ist nervig. 自動人形なんだって。人形。私と同じですね。プレセアは人間だろ。心を失っていた私は、ただ動いているだけの人形でした。心とは、なんだろうか。心は、心だよ。うん。嬉しいとか、悲しいとか。ではタバサには心があるように見える。 違うか。はい。そしてプレセアにも心がある。エクスフィアに支配されていた時も心が表に出てこなかっただけで内側では傷つき悲しみ喜んでいたはずだ。そうかもしれません。じゃあタバサは何なんだろう。人形でも人間でもないなんて、まるでハーフエルフみたいだ。 Okay. Ich habe wirklich jetzt echt gut finden, wenn die mich nicht immer so bombardieren würden mit Skits an einer Stelle, die ein bisschen besser verteilt hätten. So. Boah, jetzt habe ich total vergessen. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr zusammenzupassen. Gucke ich den letzten Part an. Blablabla. Boah, wo wollte ich nochmal hin? Ich habe jetzt total vergessen. Egal, wir wollten sowieso noch nicht sofort dahin, wo Rain höchstwahrscheinlich ist. Sie wollte nach Süden. Wollte die nach Altamira? Bin mir jetzt nicht sicher. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich nochmal hin? Wo habe ich nochmal? Wir haben in der letzten Folge gegen diesen Drachen gekämpft und so eine Truhe gefunden, wo Nebelins Fluch irgendwie versteckt war oder Nebelins Schlüssel haben wir benutzt. Und jetzt versuche ich gerade zu überlegen. Flanor war das, genau. Da war nämlich irgendwie der Typ, der hat doch irgendwie, glaube ich, gesagt, dass wenn wir die finden, dass wir ihm Bescheid sagen sollen. Glaube ich jedenfalls. Deswegen gehen wir mal schneller hin. Weil wir haben ja so eine verfluchte Waffe hier gefunden, hier für China, und deswegen komme ich immer so abseits des Weges ein bisschen. Ja.
Ich glaube, 3 Waffen oder so haben wir schon, und ja, werden bestimmt schon irgendwie wichtig sein, und sagen wir denen jetzt einfach mal Bescheid. Vielleicht bringt es ja was. Außerdem müssen wir uns nur ausruhen wieder, weil wir sind doch nicht wieder alle topfit. Wer weiß, was irgendwann wieder passieren wird. Irgendwann mal. So, Hund. Weltherrschaft. So, der Typ ist nicht hier. Was? Die Mütter. Pff. Wir haben hier immer Winter, du Vollhorst. Wo ist der denn jetzt hingegangen? Okay, er hat sich das schon schnell rumgesprochen. Was so teuer. Genius? ちょっと考え事してて僕たち似た者同士だよね。僕も姉様に育てられたんだ。でも僕の姉様はもういない。姉様を失った時悲しかった。 でもそれ以上に許せなかった。姉様を殺した人間たちを。ま、なんだって?君なら僕の気持ち分かってくれるよね?うん。でも、ごめん。こんなことを言うつもりじゃなかった。ちょっと夜風に当たってくれよ。ミトス。 Keine Ahnung, irgendwie jedes Mal, wenn der irgendwie redet, habe ich eine verdammte Gänsehaut. Jedenfalls in diesem Ton oder über irgendwelche Sachen, so wie das. So, wo ist der Typ? Wo ist der hingegangen? Alte Frau, sag mir, wo der hingegangen ist. Bündnis mit einer Eisblume. Und was bedeutet das? Boah, mein Gott, seid ihr ignorant? Ihr ignoranten Narren. Gebt ihm etwas. Okay, ich brauche die ja eigentlich nicht mehr. Oh, danke. Mein Ruf ist gerettet. Ist ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung. 5000 Gold. Danke. Meine Kunden warten. Ich muss gehen. Leb wohl, ja. Weil jetzt ein Fehler war. Ja, egal. Wenn wir schon mal hier sind. Ich kann da. Okay, ich kann da rein. Ich frage mich, warum. Ihr seid verkackt nochmal geheilt. So, wir haben jetzt die einzige richtig geile Eisblume, die wir je hatten, einfach irgendeinem Fremden gegeben. Machen wir nicht gut. Der Typ scheint nicht mehr hier zu sein, oder? Ja gut. Dann weiß ich nicht. Ich versuche jetzt gerade nachzudenken, wo der Typ nochmal hingerannt ist, wo Rain nochmal hingerannt ist. Ja, wo der Typ hingerannt ist, da würde ich auch gerne wissen. So, da drin wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich weiß sowieso nicht mehr, wie er aussieht. Weiß auch gar nicht mehr, wie er heißt. Egal. Werden wir schon irgendwann wiederfinden, hoffe ich. Für ihn. Ich will jetzt mit so verfluchten Dingern die ganze Zeit rumlaufen. Alles klärchen, dann. Nach Süden ist sie, glaube ich, gegangen, ne? Wie gut, dass ich weiß, wo Süden ist. Altessas Haus ist hier. Ich habe total vergessen, wo die hingegangen ist, ey. Vielleicht noch mal. Ich habe mir sogar den letzten Part noch angeguckt vorhin. War. Aber südlich? Das ist doch, wenn wir da lang gehen, also. Mal ist denn südlich alles? Sind wir nach Altamira? Ja. Toysmine. Ja, ich gucke mal in der Synopse nach. Oh, stellen Leute und die anderen fest, dass wir in der Nacht verschossen. Jetzt genommen sein morgen Richtung Altamira auf. Okay, wollte ich schon sagen. Dann nach Altamira. So, langsam komme ich mit der Karte auch ein bisschen klar.
Na gut, waren wir schon mal in Altamira? Ja, wir waren schon in jeder Stadt, ne? Na, wo ist die Stadt hier? Ist das die Altamira? Nee. Das ist mehr Tokio, ne? Ja, wo ist Altamira? Boah, wie zum Teufel bin ich jetzt so? Ich denke mal, ich bin so gedreht und so, ich komme damit nicht klar. So, hier auf dieser Insel, genau war. Sehr schön. So, wo ist die? Tut mir leid, aber ich werde hier warten. Immer noch? Was ist los? Du sagst nicht warum? Blablabla. Hatten wir schon. Tschüss. Dann verreck doch hier. Ich meine, bleib hier. Alles klar. Oh, ein Hund. Oh, ein Hund. Du standst vorher nicht da. Alicia, bist du es wirklich? Du kennst Alicia? Was? Warte. Wer bist du? Alicia ist meine Schwester. Oh, ich verstehe, natürlich. Du siehst aus wie Frederick aus Tales of Graces F. Alicia ist bereits vor langer Zeit gestorben. Sie könnte unmöglich jetzt vor mir stehen. Gestorben? Was ist passiert? Sie ist gestorben, hast du gehört? Alicia arbeitete im Dienst der adligen Familie Bryant, wo sie in einen unglücklichen Vorfall verwickelt wurde, der ihr Leben kostete. Sie ist tot? Wie? Hört ihr alle nicht zu, oder was? Ich wage es nicht, über die Einzelheiten zu sprechen. Bitte verzeiht mir. Alicias Grab befindet sich auf der Dachterrasse der Zentrale der Firma Lazareno. Bitte geht doch dort vorbei, wenn ihr Zeit habt. Alicia wäre sicherlich höchst erfreut beim Besuch ihrer jüngeren Schwester. Wenn ihr erst hier den Empfangspersonal zeigt, solltet ihr passieren dürfen. Jüngere Schwester? Ich dachte, bisher wäre die ältere von beiden. Das ist seltsam. Bisher sagte doch, sie hätte eine jüngere Schwester. Oh, ich weiß, vielleicht gibt es insgesamt 3 Schwestern. Ach, komm schon. Mitarbeiterausweis erhalten. Sehr nice. Ja gut, aber Rain ist immer noch nicht irgendwo. So, ich glaube, die Ausrüstung hier haben wir alles aktuell, ne? Dann. Ich weiß auch, wo das jetzt ist, wo da rein müssen. Ist Arena Gesellschaft. Also für Rain, wenn wir sowieso treffen. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem, weil ich brauche meine Heilerin. So, lass mich durch. Ich bin ein MVP. Mit einem Mitarbeiterausweis. Ja, habe ich doch. Wir möchten den Azurgarten besuchen. Es ist George Ausweis. Ich bitte um Entschuldigung. Bitte treten Sie ein. Ja. Büro des Präsidenten. Gehen wir erstmal rein. Wow, was ist das denn für eine Tür? So. Hi. Ist diese Frage angebracht? Ich fürchte, das weiß ich nicht. Ja. Ich sag einfach mal ja. Jemand, der wie ein Lehrer aussieht, ich glaube, dass sie hier war. Okay. Aber wie ist sie denn hier reingekommen? Berufspräsident. Gehen wir mal da rein. Na? So, Präsident? Nö. Ich habe keine Erlaubnis. Und? Bitch, please. Ich bin die Auserwählte. Hi. 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 Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Okay, ich schaue mich hier um. Wenn jetzt irgendwo hier dieser Koch ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. Ja, geh mal zum Azurgarten. Okay. Hey, den Ort kenne ich. Zum zweiten Teil. Mein Gott, das Grab ist aber richtig prunk hier nur so aufgestellt. Alles klar.
Was hat denn eine Mitte? Alicia, was ist mit dir geschehen? Was ist das? Hey, hier ist ein Exvil eingelassen. Warum ist dort ein Exvil? Ist das vielleicht von Alicia oder was? Was her? Schwester, du bist es, nicht wahr? Alicia? Seht nur! Ich bin so froh, dass ich dich noch mal sehen darf, bevor ich für immer gehe. Was ist passiert? Bist du noch am Leben? Ich existiere nur in dem Exvil. Sehr bald wird auch mein Bewusstsein schwinden. Der Exvil hat meinen Körper zerstört und mein Bewusstsein absorbiert. Ich kann es nicht glauben, dass du auch ein Opfer der Exvils geworden bist. Bisher, bitte, gewähre mir eine Bitte. Bevor ich mich verliere, bitte finde meinen Meister. Bitte finde Meister Bryant. Bryant, der Adlige, dem du gedient hast? Ja, indem er mich getötet hat, hat er... Was? Alicia, er hat dich umgebracht? Bitte erzähl mir, was geschehen ist. Bitte, Prisea. Leute, bitte hilf mir, Alicias Mörder zu finden. Natürlich, wir schlagen diesen Bryant zu bei und schleifen ihn hierher. Ja, ich werde ihn für den Mord an deiner Schwester zur Verantwortung ziehen. Danke. Ich habe da so eine Theorie. Was ist los? Exvils sind schreckliche Dinge, nicht wahr? Ja. Hey, es ist eine Zeit zu gehen. Okay. Ich habe da so eine ganz dumpfe Theorie, aber ich möchte jetzt nicht aussprechen. Das Tor der Welten wird heute Nacht geöffnet sein, nicht wahr? Ich darf gar nicht daran denken. Wir könnten dadurch in das Höllenland Silverhand gesaugt werden. Was? Leute, hast du was gehört? Ja. Yeah. Kannst du nicht einfach mal ja sagen, anstatt immer yeah? Entschuldigung, dieses Tor der Welten, über das ihr gesprochen habt, wo befindet sich das? Wer bist du denn? Suchst du Streit? Entschuldigt, wir würden uns gerne das Tor der Welten ansehen. Würdet ihr so freundlich sein, uns zu sagen, wo es sich befindet? Nun, wenn ihr das Tor der Welten sucht, das befindet sich östlich der Stadt auf einer Insel. Kann man es irgendwie erkennen? Dann sind überall große Felsen, man kann es nicht verfehlen, aber wir haben heute Vollmond. Wenn die Legende stimmt, so öffnet sich heute das Tor und man wird in die Welt von Silverhand gezogen. Brain dort ist? Ich weiß es nicht, aber es ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Wir sollten uns das anschauen. Yeah. Dann mal los. Vielleicht können wir nochmal endlich zurück nach Silverhand. Wäre doch mal richtig toll. Na gut, dann gehen wir mal dahin. Vielleicht die Altamira? Ja. Okay. Meine Theorie involviert Regal. So viel sage ich schon mal. Ich habe so das Gefühl, es ist auch richtig. Irgendwie. So. Eine Insel. Insel. Kann ja nicht so viel sein. Wenn ich vorstelle, dass irgendwie diese Inseln hier sind. Kleine Dinger. Vielleicht das da? Ach, das Ding. Das ist mir sehr suspekt. Speichern wir mal ab. Jetzt mal, als ich irgendeinen Punkt auf der Karte hineingegangen bin, ist Schlimmes passiert. Tor der Welten, yay. Und auf einmal Nacht. Professor! Hier, was macht ihr hier?
Was glaubst du wohl, warum wir hier sind? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Es ist gefährlich, allein hierher zu kommen. Als Halbelf kann ich euch nicht euch selbst überlassen. Warum sind sie an diesen Ort gekommen? Hier wurden Gens und ich ausgesetzt. Von reden sie? Ihr beide seid aus Silverrond. Nein, ich erblicke diesen Ort zufällig, als wir Colette retteten. Und seitdem geht er mir nicht mehr aus dem Kopf. Dann, als ich die Geschichte von den beiden Polen hörte, die die beiden Welten verbinden, war ich ganz sicher. Die Bilder in meiner Erinnerung, die Ruine, nach der ich die ganze Zeit gesucht habe, ist dieser Ort. Was willst du damit sagen? Ihr beide seid in Tetholler geboren worden? Es ist unmöglich. Alle meine Erinnerungen sind aus Iselia. Ich kenne diesen Ort überhaupt nicht. Wir wurden in der Stadt der Elfen geboren, wuchsen dort auf und wurden schließlich aus ihr verbannt. Wir wurden hier ausgesetzt, da dieser Ort der Weg zum legendären Silverrond sein sollte. Die Stadt der Elfen? Die geheime Stadt, die für jeden Tabu ist, außer für Elfen? Ach, ist das dieser Wald, oder was? Ja, mir sind die Einzelheiten über das, was hier geschehen ist, nicht bekannt. Aber ich bin mir sicher, dass ich hier mit Gennis ausgesetzt wurde, als ich gerade geboren war. Und schließlich landeten wir in Silverrond. Kuchinama, okay. So, lasst euch stattdessen dieses Mal zur Hölle schicken. Wer ist da? Kuchinawa, wovon sprichst du? Oh, nee. Die Gelegenheit, meine Eltern zu rächen, ist endlich gekommen. Oh, nee. Deine Eltern rächen? Richtig, du wirst dafür sterben, dass du meine Eltern zusammen mit unzähligen anderen Bewohnern unserer Stadt getötet hast, als du es nicht geschafft hast, Volt zu beherrschen. Für was? Das war ein Unfall, warum tust du das jetzt? Unfall? Ich hätte es akzeptiert, wenn sie es einfach nicht geschafft hätte, einen Pakt mit einem Elementargeist zu schließen. Aber dann versagte sie dabei, die Auserwählte von Silverrond zu töten und brachte damit Misoro in Gefahr. Seht sie an, sie hat im Handumdrehen Pakte mit Elementargeister angeschlossen. Du verstehst alles falsch. Wirklich? Ich denke, sie hat es das erste Mal einfach nicht richtig versucht. Und aus diesem Grund brachte sie meine Eltern und unsere Leute um. Ich habe mein Bestes gegeben. Genug der Ausrede. Oh Mann. Ich würde aber sagen, das verschieben wir. Ach, und die kriege ich auch noch klein. Die haben wir schon kaputt. Werden wir nicht so viel aushalten, hoffe ich. Oh, die Zong. Wäre meine Angriffskraft oder meine Verteidigung? Ich weiß gar nicht. Boah, mein Hals. Ich sollte gleich mal trinken. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt auf einmal so weh tut. Oder so trocken ist. Ne, nicht trocken, aber tut ein bisschen weh. Ach, die werde ich schon kriegen in dem Part. Die haben ja gar nichts drauf. Na, heißt das irgendwie, die haben alle 10.000 KP oder so? Das wäre ein bisschen nervig. Und das war's wieder. Wie hat er meinen Zauber gar nicht abgewehrt? Geh weg. Ja, wahrscheinlich echt so über 10.000 AP oder so, ne? Das ist aber schon klar. Der Zauber wird aber nicht einfach so abgebrochen, finde ich. Ach man. Lass mich in Ruhe. Ich nehme mal jemanden ab. Ich muss spammen. So, zwei erledigt. Glaube ich. Jawohl. Wow, das hat schon wieder vier Erfahrungspunkte und so gegeben. Oh nee. Verflixt, es ist einfach zu viele. Kuchinawa, bitte, zieh mich nicht in diese Sache hinein. Ich bin diejenige, die du verachtest, richtig? Dann bin ich die Einzige, die du töten musst. Schien auch auf, so zu reden. Es ist in Ordnung. Kuchinawa, bitte. Gut.
Ja, der Mond schießt auf uns. Oh nein, nicht dieses Geräusch schon wieder. Verarsch mich doch. Genug damit, China. Ah! Leute, komm schon. Hey! Alle durch das Tor! Hey, hey. Verdammt! Die Mana-Signatur ist verschwunden. Sie sind nach Silverhand entflohen. Yeah! Ah! Wo sind wir? Wahrscheinlich am Stadtrand von Palma Costa. Wir sind wieder in Silverhand? Der Mana-Level scheint angestiegen zu sein, aber es ist definitiv Silverhand. Puh, Mann, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal auf diese Weise hier landen würde. Zellos, warum hast du dich eingemischt? Entschuldige? Sag nicht, du wolltest doch wirklich sterben. Nun, im Übrigen hätten uns diese Kerle verfolgt, ob du nun gestorben wärst oder nicht. Befehle vom Patriarchen. Willst du damit sagen, dass Kuchinawa für den Patriarchen arbeitet? Es ist sehr wahrscheinlich. Diese Mörder, die ihn begleiteten, waren Männer des Patriarchen, oder? Ich bin mir ganz sicher. Okay, wenn Regal sich sicher ist, dann. China, bitte tu so etwas nie wieder. Begehe nicht die gleichen Fehler wie ich. Es bringt nichts, wenn du dein Leben opferst. Colette hat völlig recht. Du solltest Zellos dankbar sein, China. Danke. Komm schon, tut es weh, wenn du mir ein oder zwei Küsschen gibst? Zellos, du bist schrecklich. Nun, ouch. Aber was sollen wir jetzt tun? Nun, da wir wieder auf Silverhand sind, warum versuchen wir nicht herauszufinden, was diese Designs vorhin haben? Und was ist mit Mythos? Wir können ihn da nicht mit hineinziehen. Vielleicht können wir die Regierung von Palma Costa bitten, eine Weile auf ihn aufzupassen. Nail, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich möchte auch kämpfen. Gerne. Was? Diese Reise ist sogar mit Exvers gefährlich. Er hat recht, Mythos. Wir schätzen aber dein Mitgefühl. Ihr habt recht, ich verstehe. Okay, na ja, toll, da kommt jetzt wieder ein Skit. Verräter! ほっといてくれ。私は裏切り者っていうのが大嫌いなんだよ。おこわ。 Na toll, jetzt fühlen sie sich wieder schlecht. Danke, Zellos. Okay, ich habe jetzt mal ganz schnell das Menü aufgerufen, damit nicht schon wieder irgendwelche Cutscenes-Skits kommen. Und ja. Würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.